Hallo, ich bin Patrick Rudolfer von Corpus Motum. Die nächste Übung ist die Tischplatte zerdrücken. Das sieht überhaupt niemand, wenn ihr das am Tisch macht. Ihr sitzt einfach wieder aufrecht in der Grundposition da. Unterbauch ist leicht gespannt. Aktiv sitzen, ohne Rückenlehne. Die Wirbelsäule wieder aufrichten, Schulterblätter leicht nach hinten spannen. Und dann tut einfach die Hände einmal auf die Tischkante und drückt schön nach hinten unten. Also richtig nach unten drücken, so als ob ihr die Tischkante zerdrücken wollt. Da könnt ihr so viel Druck aufbauen, normalerweise sollte das einiges an Gewicht aushalten und habt dann aber gleichzeitig wie im Fitnessstudio bei einem Latzug eine richtige Übung für die ganze Rückenmuskulatur. Ist halt isometrisch, weil ich wirklich einfach nur die Spannung halte. Wir atmen normal und ruhig weiter. Und da könnt ihr aber mit der Intensität oder mit dem Widerstand spielen. Je mehr ihr runterdrückt, bis ihr euch wirklich aus dem Sessel rausdrückt, umso mehr Spannung habt ihr natürlich auf die Muskulatur. Und richtig nach unten drücken, halten, weiter atmen natürlich nicht vergessen und diese Spannung halten und dann wieder locker lassen. Das könnt ihr dann ein paar Mal machen. Eine andere Variante, wenn kein Tisch zur Verfügung ist, ist, wir nehmen einfach die Oberschenkel, richten uns wieder auf und schauen dann einfach wirklich die Spannung über den Oberschenkel aufbauen. So können wir dann gleichzeitig dann eine Spannung von unten auch aufbauen, dass wir auf die Zehenspitzen gehen. Bauch ist gespannt, Po ist gespannt. Und die Schulterblätter sind nach hinten gespannt, der ganze Körper ist gespannt. Jetzt heißt es einfach nur ruhig und gleichmäßig weiterarbeiten. Wenn ihr das während einer Besprechung macht, die vielleicht langweilig ist, dann habt ihr was getan, auch was Produktives. Bei wichtigen Besprechungen natürlich nicht. Ich bin euer Physiotherapeut von Corpus Motum. Bis zur nächsten Übung.